Liebe Gäste am Adventskranz des Klosters Gut Eich, ich begrüße euch wie jeden Abend in dieser Zeit ganz herzlich. Heute ist der zweite Adventssonntag. Heute können wir die zweite Kerze am Adventskranz anzünden, damit es ein wenig mehr Licht und Wärme gibt. Das sollte unser Anliegen, unser Bemühen in diesen Tagen sein. Es schaut ganz einfach aus, einfach noch eine Kerze anzünden. Aber ich meine, dass wir in uns selber auch die zweite Kerze anzünden sollten. Versuchen sollten wir es zumindest. Vorgestern auf dem Nachhauseweg vom Hilligerzentrum fiel mein Blick auf einen großen Komposthaufen. Ihr werdet euch wundern über den Impuls in der Adventszeit. Der Komposthaufen wurde von unserem Gärtner Christian angesetzt. Und er ist jetzt schon fast 2 Meter hoch. Ich betrachtete ihn lange und da bekam ich merkwürdigerweise ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für diesen Misthaufen. Ich habe mich darüber gefreut, dass der Abfall, der uns oft natürlich auch viel Mühe macht, so sinnvoll verwendet wird. Es dauert zwar einige Zeit, aber der Mist wird sich verwandeln in Dünger und daraus wird neues Leben wachsen. Vielleicht kann so ein Komposthaufen ein wirklicher und ein geistiger, auch ein Hoffnungszeichen in dieser Adventszeit sein. Ein Symbol für Weihnachten. Auf dem weiteren Weg begegnete ich dann dem Müllauto mit 2 Müllfahrern, deren Arbeit ich sehr schätze, weil sie mir und anderen Menschen Leben ermöglichen, weil sie unseren Müll entsorgen. Ich sprach sie an und fragte sie, ob sie im Moment sehr viel Arbeit haben. Einer entgegnete mir: Jetzt geht's noch, aber nach Weihnachten ist der Teufel los. Da kommt dann der ganze Weihnachtsmüll mit dem überflüssigen Klumpert. Die Antwort hat mich sehr berührt, weil ich auch an den Komposthaufen gedacht habe, der sich verwandeln kann und aus dem dann neues Leben kommt. Ich tue mich sehr schwer mit Weihnachtsgeschenken, die luxuriös und aufwendig verpackt sind und deren Inhalte ich selbst meist gar nicht brauche, weil sie nicht lebensnotwendig sind. Ich schätze ja die Mühe von so vielen Menschen. Es sind ja oft die Zeichen der Freude und auch der Dankbarkeit, die ich auch wirklich sehr schätze. Aber der viele unbrauchbare Müll müsste wirklich nicht sein. Und weil es mich interessiert hat, wie viele Tonnen Müll täglich in unserem Land produziert werden, habe ich nachgesucht und bin fündig geworden, natürlich im Internet, das weiß alles. Und da habe ich mir gedacht, muss das so sein? Muss es sein, dass wir so viele Dinge einfach wegwerfen?
vor allem Dinge, die nicht weiter verarbeitet werden können, obwohl sich viele Menschen auch darum sehr bemühen, zum Beispiel Mülltrennung konsequent durchführen. Besonders bedrückt hat mich die Menge der Lebensmittel, die durchaus noch gut sind und genießbar sind und die doch einfach weggeworfen werden. Die Folgen nicht nur für den Geldbeutel, sondern für unser aller Leben und für die Umwelt ist wirklich katastrophal. Plastikmüll endet meistens in Verbrennungsöfen, die sehr viel Energie verbrauchen oder im Meer landen und dem Wasser und unserer Umwelt sehr schaden. Dem Wasser, den Pflanzen und den Tieren. Ich konnte da gar nicht weiterdenken, da es sich dabei wirklich um eine dramatische Entwicklung handelt, die ich zwar immer wieder gehört und gelesen habe, die mir aber so hautnah nie bewusst geworden ist. Und dann dachte ich wieder an unseren Komposthaufen und an die Weisheit und die Energie der Natur, die da einen ganz anderen Weg geht. Die Natur, so sagt man, vergeudet nichts. Es geht keine Energie verloren. Ich möchte das gerne glauben, angesichts all der Dinge, die ich vorher erzählt habe. Es wäre gut, wenn uns das an Weihnachten auch mit unseren Weihnachtsgeschenken und vor allem mit der Verpackung gelingen könnte. Und deshalb frage ich mich, wie verpacke ich in diesem Jahr meine Weihnachtsgeschenke, damit die Beschenkten merken, dass diese Geschenke kostbar sein sollen und sind und dass sie auch Freude haben. Plastik kommt also dafür nicht in Frage. Und ein anderer Gedanke tauchte auch noch auf. Es sind ja nicht nur das Papier, die Tüten und so weiter. Ich frage mich da auch nach den Worten und Gedanken, mit denen ich etwas schenke, in die ich meine Geschenke ja auch verpacke. Da werde ich mich besonders bemühen müssen, keine Worte, keine leeren Worte oder Seelenmüll weiterzugeben. Denn irgendwie und irgendwann müssen ja auch diese Beigaben zu den Weinflaschen und den Kekskartons verarbeitet und entsorgt werden. Schenke ich Worte und Gedanken, die nicht auf irgendwelchen geistigen Müllhalden oder in Verbrennungsöfen landen müssen oder unser aller Leben eigentlich dann belasten. Am besten wäre es, ich könnte Verpackungen finden, die sich in den Händen und Herzen anderer recyceln, verwandeln lassen oder wachsen können. Aber ich möchte auch noch bedenken, dass ein guter Weihnachtsgeschenk-Komposthaufen Mühe macht, wie jeder Komposthaufen. Manchmal muss man ihn auch öfter umschaufeln und dazu brauchen Menschen auch oft Hilfe. Mit einem Weihnachtsgeschenk ist es also nicht getan. Und ich möchte auch bereit sein, jemandem zu helfen, meine Worte, meine Gedanken und Geschenke richtig zu verarbeiten oder zu verdauen. Das kann dann wirklich auch längere Zeit dauern, wie der Wandlungsprozess eines Komposthaufens. Mein Geschenk einfach nur in den Briefkasten zu schmeißen oder dem Paketdienst anzuvertrauen, reicht wahrscheinlich nicht aus.
Ich werde sorgfältiger mit meinen Geschenken umgehen. Nicht nur aus Verantwortungsbewusstsein, sondern aus Liebe zum Leben. Wenn ich all das denke, dann hoffe ich dabei, weniger Müll zu produzieren, der nicht einfach verarbeitet werden kann, sondern aus dem die menschliche Kreativität neues Leben wachsen lässt. Und noch einen guten Rat, obwohl Ratschläge auch Schläge sind. Macht euch bei den ganzen Weihnachtsschenkereien nicht allzu viel Gedanken. Auch der Gedankenmüll ist belastend. Macht euch selber mit den Geschenken für andere eine Freude, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr anderen Leben schenkt. Und eines will ich in diesem Jahr unbedingt beachten. Weniger Plastik ist mehr Leben für alle. Ich wünsche euch einen schönen, nicht allzu beschwerten Adventsabend und danke euch für eure Aufmerksamkeit.